Herzlich willkommen heute auf der Koppel. Heute sind wir hier mit einem kleinen Team und haben schon mal viel Aufregendes erlebt. Dass die Peppa verarztet wurde, wo sie denn, und hat immer noch eine kleine Wunde an ihrem Fuß unten. Und heute ist jemand aus unserer Gemeinde da, die ganz toll mit Pferden umgehen kann und die gerade mit Adorata spazieren geht, damit die Alia sich auch ein bisschen bewegt. Und die Hunde haben schon mit den Pferden gespielt und es war ein bisschen aufregend alles. Und das Coole ist, dass hier das kleine Mädchen, die ist 10 Jahre alt, dass sie so super mit den Pferden umgehen kann und ganz viel Vertrauen aufbauen kann. Und das erinnert mich daran, dass wir immer wieder auch, oder nicht immer wieder, aber auch lesen in der Bibel, dass wir werden sollen wie die Kinder. Und das dazu gehört einfach Vertrauen. Und schaut mal, wie die Pferde jetzt alle hinterherkommen und wie das alles eine große Herde wird. Und sie war ja noch nie hier. Das ist echt total faszinierend. Also können wir lernen in so einer Situation, wenn Tiere schon einem Kind, das so gut und klar mit den Tieren umgehen kann, vertrauen können, können wir auch wirklich diese Aussage Jesu ernst nehmen. Werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Alles Gute und einen gesegneten Tag noch. Bis dann. Tschüss.